Und das müssen dann eben halt Security-Firmen übernehmen. Das Tollhaus. Der Club rechnet heute mit 800 Gästen. Ein US-Hip-Hopper wird erwartet. Kurs Leute sind angewiesen, besonders gründlich zu kontrollieren. Ärger ist vorprogrammiert und Michael Kur läuft zur Höchstform auf. Was? Hey, ich will hier reinkommen, hast du verstanden? Hey, 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 was ist das? Was ist das? Was ist das? Halt dich, Schotze! Willst du mich verarschen oder was? Lass uns mal reden unter Männern, ja? Was unter Männern? Was? Komm mal her, lass uns mal reden unter Männern. Wer, ich? Ja, was ist wirklich deine Mutter? Natürlich fick ich deine Mutter. Was willst du denn? Warum machst du mich an? Pass mal auf, meine Mutter ist wie säuelt, ja? Zweitens, du kannst mich nicht ficken, ich bin ein Hetero. Das kannst du ja, dann fick ich dich. Das geht nicht. Ich bin nicht schwul. Und hör mal zu, ich kenne dich irgendwoher. Was, du kennst mich? Von ich kenne dich. Mich kenn? Ich hab dich schon mal gesehen. Ich glaube, ich kenne deinen Bruder, oder? Welchen Bruder? Was für einen Bruder? Du hast ja schon mal Stress gemacht. Ich hab noch nie in meinem Leben Stress gemacht. Was immer ich, nicht was? Dein Bruder heißt, ist Rami, oder? Aber kennst du meinen Bruder? Was mein Bruder? Was mein, ja, mein Bruder heißt Rami. Muss nicht unbedingt dieser Rami sein. Rami, ich hab seine Nummer. Ich kann ihn anrufen. Was, was denkst du, was dein Bruder mit dir macht? Ja, weißt du, wer ich bin? Wer bist du? Dein Bruder habe ich trainiert. Wer bist du denn? Wie benimmst du dich? So kommst ja, du in keinen Laden rein, wenn du dich so benimmst. Ja, in keinen Laden. Wer bist du denn? Michael Kur bin ich. Du bist Michael Kur? Du bist jetzt meinen Bruder anrufen. Den rufe ich jetzt an. Weißt, weißt du, ja, was der mit dir macht? Jetzt, du musst doch nicht jetzt unbedingt meinen Bruder anrufen, Alter. Okay, dann muss ich, pass auf, mit diesem Verhalten wirst du in keinen Club irgendwo hier in Berlin reinkommen. Das geht nicht. Du hast dich zu benehmen, was soll das? Ja, trotzdem bist du betrunken oder was? Meinen Bruder anrufen, wenn ich deinen Bruder anrufe, der wird dir wahrscheinlich richtig den Arsch fassen holen. Ja, aber treib doch nicht schon, ist doch jetzt... Ach, ist okay. Mann, ist doch scheißegal jetzt. Du kannst dich bei mir entschuldigen und dann kannst du gehen, ich rufe deinen Bruder nicht an. Ja, ist okay. Aber nicht normal, das ist scheiße. Ja, ist okay. Kurs Devise lautet, reden nützt fast immer. Bei jungen Türken oder Arabern hilft meistens der Hinweis auf die Familienehre. Das wirkt schnell und löst fast jede brenzlige Situation. Doch manche Jugendliche sind nur auf Gewalt aus.